Hallo und herzlich willkommen zurück in V Rising. Ich bin der Typ mit dem Bart. Boah, kann mal einer den Knoblauch hier verschwinden lassen? Ja, ich möchte euch zu einer weiteren Folge begrüßen. In der gestrigen Folge habe ich mich ja ein bisschen mit dem Innenausbau hier beschäftigt, habe die Werkbank hingestellt, habe die Blutpresse hingestellt und ich glaube den Schmelzofen und das Sägewerk habe ich auch noch aufgestellt, haben uns glaube ich alles schon zusammen angeguckt, was man daraus machen kann. Und zum Thema Blutaltar, den hatte ich euch ja gestern auch ganz kurz gezeigt und das ganze Thema mal ganz kurz angerissen. Wer sich nicht mehr daran erinnert, den brauchst du quasi, um spezielle Bosse oder Mini-Bosse, sage ich mal, zu finden bzw. ausfindig zu machen und dann quasi von denen die ja, Fähigkeiten zu übernehmen oder irgendwelche Baupläne zu bekommen oder irgendwelche Materialien oder. Ich habe das gestern durch Zufall nochmal herausgefunden, nachdem ich zwischendurch noch ein bisschen Blutessenzen gefarmt habe. Das muss man ja regelmäßig machen, sonst bricht die Base hier zusammen. Und habe dann quasi den ersten Boss gefunden, diesen Alpha-Wolf, und habe den halt relativ zügig zerlegt. Schade, dass ihr jetzt nicht mit dabei gewesen seid, aber war jetzt kein spektakulärer Kampf. Und ich habe da quasi den seine Fähigkeit übernommen und kann mich in einen Wolf verwandeln. Ja? Und das Ganze dann hat Auswirkungen einfach auf die Reisegeschwindigkeit. Ich kann mich ein bisschen schneller von A nach B bewegen. Also ihr habt jetzt nichts Dramatisches verpasst. Ich möchte mir aber trotzdem heute mit euch zusammen das Thema genauer angucken und ich würde sagen, nach einem kurzen Intro steigen wir auch ein. So, zurück in unserer Butze hier und ja, ich bin gerade noch am Knacken. Ich will mal sagen, wir lassen ihn mal auferstehen. Ich finde die Animation jedes Mal wieder klasse, wenn er aus seinem Sarg aufersteht. Das ist richtig episch. So, wie ihr sehen könnt, hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe hier nämlich noch ein Ungeziefernest gebaut. Das macht es mir etwas einfacher. Na, sagt schon, Blutessenzen zu farmen, indem ich die einfach hier in die Blutpresse stopfe. Ja? Und hier wird dann permanent werden Blutessenzen hergestellt. Somit hast du dieses Problem zumindest schon mal ein bisschen umgangen. Also ich würde euch ganz dringend empfehlen, so schnell wie möglich die Blutpresse zu bauen und so schnell wie möglich die Blutessenzen zu bauen. Blutessenzen, was erzähle ich denn? Ich meine das Ungeziefernest. Um dass ihr die Blutessenzen herstellen könnt, habt ihr nämlich einen permanenten Zugang an Ratten. Und könnt ihr dann immer hier richtig schön auspressen, wie so eine Zitrone. So, jetzt habe ich gestern noch was gelesen, was ich mega witzig finde. Das muss ich euch ganz kurz erzählen. Hier unten gibt es einen Button, der nennt sich Compulsively Count. Ja, also für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind, ich musste auch erstmal nachschlagen, was Compulsively heißt, ja, wie es ausgesprochen wird. Das ist das englische Wort für zwanghaft. Ja, zwanghaftes Zählen. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke und sortiere irgendwas in Kisten ein, müsste er das eigentlich runterzählen. Wartet mal. Was haben wir denn hier? Ich mache mal Compulsively Count an. So, und jetzt sortiert er mir quasi alles schon richtig ein. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Ihr kennt das ja selber, ihr seid im Multiplayer, ihr stellt euch Kisten auf, das wird alles schön sortiert, in die Kiste kommt das, in die Kiste kommt das, in die Kiste kommt das und dann kommt dann ein Knallkopf an, meistens bin ich das, der meint, oh prima, freier Platz, rein damit, ja, und einfach reinschmeißen, nicht sortieren, gar nichts, ja. So, mit dieser Funktion, wenn ihr das macht, sortiert ihr das quasi alles richtig schon ein auf die Stacks, die auch schon da drin vorhanden sind. Dieses Zwanghafte, das hat was mit der, ich sag mal, Mythologie der Vampire zu tun oder dieser Sagengestalt, dass die eine, ja, einfach eine Zwangsneurose haben. Die müssen immer alles runterzählen. Und da gibt es ich sag mal, eine Sage, ja, wie ihr zum Beispiel Vampire töten könnt. Das ist, wenn ihr vor denen eine Schüssel Reis auskippt, ja, die müssen quasi jedes einzelne Korn zählen. Und das machen die so lange, bis es fertig ist. Und auch wenn die Sonne drauf scheint, die verbrennen da drin. Bevor sie quasi also einfach sich wieder verstecken, müssen die das erst zu Ende zählen. Das ist eine Zwangsneurose, ja? Und das finde ich ganz witzig, dass sie das hier in das Spiel übernommen haben. Für alle, die Sesamstraße kennen und sich immer gefragt haben, warum Graf Zahl, ja, ausgerechnet ein Vampir ist, hier habt ihr quasi den mythologischen Hintergrund,
weil er einfach eine Zwangsneurose hat und Vampire und Zählen, das matcht irgendwie. War mir auch noch nicht so bewusst, musste ich auch erstmal nachzählen, aber finde ich ein echtes Funfact, ja. So viel mal dazu, ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Ich habe hier noch einen Forschungstisch gebaut und nachdem ich den gebaut habe, also ihr seht ja hier oben, habt ihr immer so, ja, wie so ein Questlog, ja, konnte ich dann, war auf einmal hier die Seitenleiste da, ja. Also ich habe jetzt auch die Möglichkeit, hier direkt schnell Zugriff zu bekommen. Hier gibt es noch Fähigkeiten auswählen. Hier seht ihr lauter Dinge, die ich selber noch gar nicht verstanden habe, mich beziehungsweise auch noch gar nicht auseinandergesetzt habe, aber ich denke mal, das kriegen wir auch zusammen ganz gut hin. Hier habe ich V-Blood, ja, also V-Blutträger. Hier seht ihr es ja vom Alpha-Wolf, den habe ich gestern quasi schon gefunden und ich habe jetzt dem seine Kraft übernommen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal ganz normale Optionen. Hier haben wir noch einen Sprachchat. Spiel fortsetzen, hier ist der Sprachchat. Hier haben wir das Baumenü. Also wir müssen das jetzt nicht mehr über Shortcuts machen, sondern können hier quasi auch direkt auf die Leiste zugreifen. Ist freigeschaltet worden. Ja, mein Gott. Nice to have, sag ich mal. Ne? So, dann habe ich Kupferbarren hergestellt. Und als ich die hergestellt habe, habe ich mir dann gedacht, baust du mal eine neue Waffe und habe mir diesen Kupferspeer gebaut. So, was ist passiert? Ich habe den angelegt und ihr seht es hier unten in der Schnellleiste, ich habe auf einmal eine neue Fähigkeit dazu bekommen. Also dieses scheint wohl tatsächlich waffenabhängig zu sein. Ich zeige euch das auch mal kurz. Also das ist der normale Angriff, ja. Und das wäre quasi dieser Schnellangriff, ja, also da kannst du mehrere Gegner mit behaken oder einen einzelnen richtig schön, ja, das Leben schwer machen, sag ich mal. Gut, was haben wir denn noch Neues? Ich glaube, rüstungsmäßig habe ich jetzt nichts Neues hergestellt, aber wir können auch gerne mal kurz auf den Forschungstisch eingehen. Wenn ich den aufmache, habe ich die Möglichkeit, hier Dinge zu erforschen, wie so ein Techbaum, nehme ich mal an. Und zwar ist das unterteilt in Gebäude, Rüstungen, Waffen, Zauberei, Verbrauchsgegenstand. Ich konnte noch nichts erforschen, weil du brauchst wohl offensichtlich Papier, um ja, um einfach was erforschen zu können. Jetzt wisst ihr auch, wozu dieses Papier da ist. Also wann immer ihr das habt, nehmt es mit. Ganz wichtige Sache. Ja? So, ich habe es einstecken. Ich würde es aber gerade tatsächlich erstmal wieder auslagern, falls es mich irgendwo zerreißt. Ne, den nicht. Sondern den hier. Dass ich das nicht verliere, weil es ist ja offensichtlich wertvoll. Gut, hier haben wir noch ein unbeflecktes Herz. Das können wir auch mal in unsere Blutpresse geben. Zumindest können wir es erstmal da lagern. Da passiert erstmal nichts. So, das ist da drin. Ihr seht es ja hier auch. Hier habe ich schon ja, 240 Blutessenzen. Also ich glaube, so schnell bricht uns die Hütte hier nicht mehr zusammen. So, das nächste, was ich gerne angehen möchte, ist das Schlosszentrum aufwerten. Und dazu brauche ich Barren, so, jetzt ist gerade hier von meiner Lehne die Stufe runtergeklackt. Barren brauche ich, die kann ich herstellen. Und Leder, ja, also wirklich Leder zu finden, ist hier, glaube ich, nicht so einfach. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. So, aber jetzt gucken wir erstmal beim Blutaltar genau nach. So, den Alpha-Wolf habe ich gelegt. Der nächste wäre quasi Rufus, der Vorarbeiter. Was bekomme ich von denen? Kräfte? Keine Ahnung. Gebäude. Damit kann ich eine Holzbearbeitungsbank irgendwie herstellen, wo ich dann aus Brettern und Tierhäuten irgendwas herstellen kann. Ich weiß es nicht genau. Es würde eine Armbrust geben. Es würde eine Angelrute geben. Angeln? Ja. Ich habe mich schon gefragt, ob es das hier gibt. Ja, also in jedem guten Spiel gehört Angel dazu und auch zu V Rising. Ja, also unbedingt den Boss legen. So, dann haben wir noch geschnitztes Holz. Keine Ahnung, irgendein Reagenz, ein Bilderrahmen. Keine Ahnung, irgendein Reagenz. Ich weiß es nicht. So, Gebäude. Der nächste wäre dann Errol, der Steinbrecher. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Fährte von Rufus, dem Vorarbeiter, auf. Und wenn ich jetzt sage, okay, den schnappe ich mir als nächstes, dann gehe ich hier auf Blut verfolgen. Ja, ich kann es auch hier wieder abbrechen. Und dann seht ihr quasi hier immer so einen roten Strom, der hier auf mich zukommt. Ja. Kommt gleich wieder. Der kommt regelmäßig. Und in diese Richtung muss ich mich quasi bewegen, um hier nachher auch wirklich ja, zu Rufus, dem hast du nicht gesehen. Und das würde ich sagen, das gehen wir einfach mal an. Und machen uns mal auf die Suche nach dem Vorarbeiter. So, was ich gestern auch noch rausgefunden habe auf der Map, was ich eigentlich ganz praktisch finde, was mir gar nicht so bewusst gewesen ist. Wenn ich hier drüber gehe, sehe ich ja immer hier die Gebiete, wo es irgendwas Besonderes gibt. Und da sehe ich zum Beispiel jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich das vorher auch schon gesehen habe, aber nur nicht registriert habe, die Reagenzien, die ich da finden kann. Ja, also ihr seht es hier, Grabstaub, Trauerlilie, Knochen. Wenn ich hier hingehe, da haben wir Papier in dem Banditencamp. Da gibt es Tierhäute,
Da gibt es Kupfererz und so weiter und so fort. Also hier kannst du wirklich ganz gezielt einfach mal farmen gehen. Und wir sind hier gar nicht weit weg. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu dem Banditencamp und versuchen noch ein bisschen Papier zu farmen. Leder wäre halt auch ganz wichtiger Hase, ne? Muss ich aber so sagen. Wäre schön, wenn wir mehr davon finden würden. Aber es ist nicht so einfach, das irgendwie zu lokalisieren. Aber ich will es nicht zu ungeordnet machen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal nach Rufus, dem hast du nicht gesehen. Irgendwie, ja, ihr wisst ja, wie er heißt. Und ja, lasst uns auf den Weg machen. So, wie sieht es mit der Uhrzeit aus? Oh, ich würde sagen, oh, okay. Jetzt ist ja gleich schon wieder Nacht, Tag. Also für uns Nacht, für die Tag. Dann lasst uns noch mal schnell hier eben das Kupfer abbauen. Da können wir nämlich noch was in die Schmelze reinschmeißen. Wenn ihr auch das Problem habt, ich habe es mittlerweile rausgefunden, dass ihr Ressourcen nicht abbauen könnt, obwohl ihr eigentlich schon ziemlich High-Level seid, dann versucht mal eine andere Waffe herzustellen, eine höherwertige, damit ihr das machen könnt. Ja? Also mit einer Knochenkeule oder so kannst du kein Kupfer abbauen, aber alles aufwärts, das geht dann. Nur mal so als Tipp nebenher, wenn ihr euch manchmal fragt, Mann, das müsste doch eigentlich gehen, denn mir ging es gestern so. Ich dachte, das gibt's doch nicht, muss doch funktionieren. Hat's aber nicht. Einfach mal falsch gesammelt, falsche Waffe angelegt. So, guck mal, da unten ist schon. Das ist halt auch sowas, ne? Das ist immer so ein bisschen Leichenflederei, aber hier kannst du manchmal gut sammeln gehen, weil es entweder A einen schon zerlegt hat. So, kann man alles mitnehmen. Jetzt aber raus aus der Sonne. So, jetzt zeige ich euch mal kurz die Wolfgestalt, ja? Und zwar über die Steuerungstaste habt ihr hier dieses Rad. Und dann gehe ich einfach auf Wolfform. Oder auch nicht. Und dann bin ich ein Wolf. Und habe eine etwas höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Ist das nicht geil? Hier, Bewegungsgeschwindigkeit 45%. Das Erleiden von Schaden bricht den Effekt ab. So, ach komm, hier, Knochen nehmen wir noch mit. Ihr könnt da quasi auch, während ihr in der Gestalt seid, Dinge einsammeln. Das finde ich auch ganz praktisch. Seid aber auch anfällig trotzdem, ja, einfach für Sonnenstrahlen. Also das lässt sich leider nicht damit ausschalten. Es ist einfach so. Aber ich denke, wenn ihr das wisst, ist es auch kein Problem, damit umzugehen. So, jetzt ist gerade wieder busy am Ruggeln hier. Jetzt sind wir noch am Nachladen. Ja, hier wird es auch langsam ziemlich eng, weil hier hat sich nämlich noch jemand anders ausgebreitet. Überhaupt ist hier relativ viel los. Also auch wenn ich hier hochgehe und dann mal hier hinten hinschaue. Da ist nämlich schon die nächste Burg, beziehungsweise da war gestern eine. Der hat es wohl irgendwie vergessen, seine Blutessenzen zu farmen. Ja, das kann halt mal passieren, ne? So, wenn ich dann automatisch, also wenn ich dann wieder attackiere, bin ich automatisch aus der Form heraus. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mittlerweile auch diese Ruinen, die hier überall sind, das sind tatsächlich ehemalige Schlösser und Burgen. Ja, wo die Leute einfach vergessen haben, ihre Blutessenzen zu farmen. Und die sind einfach zusammengebrochen. So, jetzt gibt es hier erstmal Schlägerei. Den können wir uns erstmal gönnen hier. Da warten wir auch, bis der soweit ist. Und dann schnappen wir uns den auf. So, die kleinen Wölfe sind keine Probleme mehr. Wo ich immer noch ein bisschen Probleme habe, ist tatsächlich die Fähigkeiten alle richtig einzusetzen. Also auch gerade das Blocken, was es gibt. Das habt ihr hier unten auf C. Oder Blutritus, ja, was den ganzen einfach ein bisschen abwehrt und Schaden ein bisschen minimiert, der eingeht. Sollte man schon darauf achten, den zu nehmen. So, also ich werde jetzt noch ein bisschen farmen hier, bis es wieder Nacht ist. Und wenn Nacht ist, machen wir uns auf den Weg zu dem Vorarbeiter. Ihr seht ja, mittlerweile bin ich auch im Level aufgestiegen. Bin jetzt bei 23 angelangt. Mir ist noch nicht ganz klar, wie das funktioniert. Warum ich im Level aufsteige, wie ich das irgendwie gezielt steuern kann, ist mir noch nicht so bewusst, aber kriegen wir auch noch raus. Aber ehrlich gesagt, ist es mir auch erstmal Hölle. Hauptsache, es ist so. Also ich habe jetzt auch schon ein oder andere Reaktion auf meine Videos von euch bekommen.
die relativ zwiegespalten sind. Also die einen sagen, Mensch, geiles Game, die anderen sagen, ja, brauche ich nicht, macht mich nicht so an. Also ich weiß gar nicht, ich finde diese Spiele eigentlich gar nicht so polarisierend. Also entweder mag man es oder, ja, oder man probiert es zumindest mal aus. Aber klar, es gibt natürlich auch Leute, denen macht sowas halt überhaupt gar keinen Spaß. Wie gesagt, ich hatte es, glaube ich, irgendwo schon erwähnt. Ich mag das normalerweise auch nicht, diese isometrische Ansicht hier. Wobei ich das finde ich noch relativ angenehm. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich nicht gerne Diablo spiele. Oder warum mich Lost Ark jetzt auch nicht wirklich gecatcht hat. Ich mag schon mehr so die Ego-Perspektive, ja. Und wenn ich da eingeschränkt bin, finde ich nicht so prall. Aber ich finde das hier tatsächlich noch sehr angenehm, ja. Oh, da haben wir auch noch Kupfer. Können auch noch ein bisschen Holz farmen. So, wenn man das dann so macht, ja, dann geht es auch ein bisschen schneller. Das Holz nehmen wir auch noch mit. Was ich eigentlich auch cool finde, wenn ihr diese Blutfährte aufgenommen habt für den Boss. Ihr seht jetzt auf der Karte nicht, wo der ist, ne? Also zumindest habe ich noch nicht geschnallt, ob das irgendwo angezeigt wird, aber für mich nicht ersichtlich. Das macht es ein bisschen spannender, ja? Also ihr müsst tatsächlich dieser Fährte folgen und könnt nicht sagen, okay, ich muss jetzt 500 Meter in die Richtung laufen, dann steht er da. Finde ich richtig gut. Also das ist auch ein Aspekt, der mir gefällt. Ich finde überhaupt, dieses Spiel ist mit wirklich viel Liebe zum Detail gemacht. Und ja, ich freue mich einfach drauf, es weiterzuspielen und es zu entdecken. Und das habe ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, seit Valheim habe ich das so in der Form auch nicht mehr gehabt. Und hätte ich auch nicht gedacht, dass dieses Spiel nachher nochmal dieses Gefühl vermittelt. Ja? Pflanzenfasern auch immer ruhig mitnehmen. Die kommen nämlich in diese Ungeziefernester rein, zusammen mit irgendwelchen Knochen, glaube ich, war das. Und daraus könnt ihr dann einfach die Ratten, oder damit könnt ihr die Ratten anlocken. Was sind das hier? Eine Höllenkriegstrompete. Guck mal an. Was es hier nicht für Pflanzen gibt, Leute, ich sag's euch. Schon geil. So, ich würde gerne mal wieder in meine Burg hier rein. Sehr schön. So, hier haben wir noch eine Ratte. Die stecken wir mal ein und dann gucken wir mal ins Ungeziefernest rein. Da dürfte nämlich so gut wie gar nichts mehr drin sein. Und jetzt gehe ich auch mal hier auf Compulsively Count und zack, sind die Pflanzen drin. Und die Knochen sind auch drin. Und alles ist drin und jetzt werden die Ratten einfach produziert. Ihr seht ja hier, aus was ihr das alles machen könnt. Ihr könnt auch hier mit Gräten und Pflanzenfasern könnt ihr eine Riesenratte herstellen. Keine Ahnung. Weiß nicht genau, was das, wo da der Unterschied ist. Ja, auf jeden Fall, hier wird es hergestellt. Und wenn die Ratten dann hier rumflitzen, dann könnt ihr sie, ihr wisst ja, ich habe es euch ja gerade gezeigt, hier reinpacken. Und dann ist auch alles schick. So. Was? Ah, hier, Kupfer. Kupfer, ganz wichtig. Kupfer rein. Zack. Peng. So, alles rein. Und das wird dann auch immer gleich richtig zusortiert. Das ist nämlich auch ein großer Vorteil dabei. So nehmt ihr dann den Leuten, wie ich vorhin schon gesagt habe, so wie ich einer bin, der es einfach immer nur reinschmeißt. Einfach den Wind aus dem Segeln. So, hier nochmal kurz schauen, was wir hier reinpacken können. Zack, zack. Nein! Nicht diesen hier. Ich bin mit der Steuerung manchmal nicht so richtig, ne? Also der folgt schon dem Mauszeiger hier. Das habe ich auch noch nicht so richtig, kriege ich manchmal auch noch nicht so richtig mit. So, Blutessenzen. Kann ich die in der Blutpresse erstmal lagern? Wobei, ich kann die ja eigentlich... Ne, da wollte ich hin. Hier kann noch eine Ratte rein. Das Herz machen wir auch mal hier rein. Komm, Blutessenzen packen wir einfach hier schon mal rein. Dann sind sie aus der Füße und sind auch nicht verloren, wenn irgendwas ist. So, diese Höllentrompete, packe ich in diese Höllentrompete rein.
Was haben wir denn hier drin? Kann ich da irgendwas rausnehmen? Bretter, Kupferbarren? Schriftrollen? Ja, nö. Keine Ahnung. Komm, dann nehme ich hier mal was raus. Ich nehme mal den Stein raus, dann können wir die Höllentrompete hier reinmachen. Stein gibt es an jeder Ecke. Ich weiß halt nicht, wie weit verbreitet diese Pflanzen sind, deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Ich könnte ja auch noch eine Kiste bauen, habe ich aber gerade keine Lust zu. So, jetzt aber genug gelabert. Jetzt nehmen wir die Fährte von dem Kollegen hier auf. So, ich muss ja irgendwo hier lang, ne? Komm, machen wir doch gleich mal hier. Oh, das funktioniert auch im Laufen. Das ist natürlich sehr geil. Da ist noch ein Bärchen. Ein Brummbärchen. In diese Richtung müssen wir. Da muss man natürlich auch aufpassen. Weil nachts treiben sich auch jede Menge Wachen rum. Ah, hier geht's lang. Guck mal, hier ist aber auch schick, ne? Meine Herren! Also hier jetzt aber mal richtig einer krachen lassen. So, okay. Muss ich halt hier rumlaufen. Ja, manchmal kommt man halt auch nicht mehr durch, weil schon irgendwas da im Weg gebaut ist. Da musst du halt tatsächlich dem Weg folgen. Aber das soll ja auch nicht das Problem sein. Also ist schon ziemlich dicht bevölkert hier, ne? Ist schon echt was los. Das ist übrigens auch der Grund, warum das die Entwickler gemacht haben, dass du hier ständig Blutessenzen nachlegen musst, weil die auch einfach vermeiden wollen, dass die Leute sich hier einfach was hinzimmern und vielleicht einen Tag lang spielen und dann nie wieder auftauchen und du hast nachher keinen Bauplatz mehr hier. Also für jeden, den es wirklich auf den Keks geht, inklusive mir, das hat schon Sinn. Ja? Also das macht absolut Sinn, sowas zu steuern und zu regulieren. So, jetzt muss ich gucken. Von wo kommt die Fährte? Von da. Oh, was haben wir denn hier? Oh, hier ist eine Mine. Den snack ich mir. Also ihr habt es ja gerade gesehen, diesen Ausfallschritt oder diesen Sprung, den man nach vorne macht, den kannst du auch nach hinten machen. Na? Freunde der Volksmusik? Alles mitnehmen. Also ich weiß nicht, ob der vielleicht sogar schon hier drin ist. Weil das ist ja hier, lass du mal nachgucken, Banditenkupfermine. Ich gehe mal weiter geradeaus. Also wenn das weiter aus dieser Richtung kommt, dann brauche ich hier erstmal nicht weiter suchen. Ja, okay. Da war es nicht. Wir müssen einfach hier weiter lang. Und dann hoffe ich, dass ich den Kollegen natürlich auch umhauen kann. Eieieiei. Ja, aber einen riesen Umweg laufen. Gucken wir mal, ob wir hier oben lang können. Natürlich auch immer aufpassen, weil hier flitzen nämlich auch diese Steingolems rum. Ja, die sind auch nicht so witzig. Die sind nicht schnell. Aber einmal auf den falschen Fuß erwischt und du hast ein echt ein dickes Problem hier. Eben ein Wolfsgestalt, da geht es auch einen Tacken schneller. Ah! So, komm, gib mir dein Blut! Yeah.
Schön Papier noch gefunden. So muss das sein, so ist es herrlich. Warum nix, Digga? Okay, können wir mal eben hier rumgucken, ob es hier noch irgendwas an Materialien gibt. Also es könnte sein, dass die Folge heute ein bisschen länger wird, aber ich will echt unbedingt den Vorarbeiter finden. Also verzeiht's mir. Ah, da geht's nicht hoch. Da muss ich einen riesen Umweg laufen, ne? So, ich befürchte fast, dass der hier ist. Banditenholzfällerlager. Ja, das klingt doch echt gut hier. Einmal runtergehüpft. Das war ein bisschen knapp jetzt, ne? Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen aufpassen, nicht, dass es mich hier zerlegt. Aber ich kann ja hier mal kurz meine Blutheilung anschmeißen. Gott sei Dank haben wir die. Wie sieht es denn hier aus? Oh, da kommen schon die nächsten. Den muss ich mir gerade mal reinfahren, der kommt da. Ein Holzfäller. So, ich bin mir fast sicher, dass ich hier schon auf der richtigen Spur bin, ne? Dass der hier irgendwo lauern muss, der Typ. Muss ich natürlich immens aufpassen, weil hier nämlich ja die Sonne einfach schon da ist. Ja, gut Freunde, ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und steigen in der nächsten Folge dann direkt hier wieder ein, sodass wir uns dann quasi auch dem Boss einfach
widmen können. Und ich denke mal, bis ich den jetzt hier gefunden habe, das wird noch eine Weile dauern. Das müssen wir auch nicht zu lange machen. Ich möchte die Folge jetzt auch nicht zu sehr schneiden, weil sonst geht dieses ganze Feeling verloren. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall eine Menge. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage tschö mit Ö.